Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrik Commuter. Ich bin Andreas und ich habe heute für euch eine elektrische Luftpumpe von der Marke Homely Life. Diese Luftpumpe ist geeignet für Auto, Motorrad, Fahrrad, für Bälle und für viele andere Dinge, unter anderem auch E-Scooter. Ja, hier sehen wir die Rückseite, hier sind nur ein paar Zertifizierungskennzeichen. Ja, die Luftpumpe hat einen 4000 mAh Akku. Und sonst hat sie eine ziemlich ähnliche Funktionsweise wie die bekannte Luftpumpe von dem Hersteller Xiaomi. Wir schauen mal in den Karton hinein. Ja, hier sehen wir den Verpackungsinhalt. Wir haben eine Tasche, die Luftpumpe an sich, dann den Schlauch separat, ein USB-A auf USB-C Kabel, ein Handbuch und vier Aufsätze. Ja, hier auf der Luftpumpe ist noch ein Aufkleber, den mache ich ab. Der Luftschlauch wird hier an der Seite hineingeschraubt. Und schon kann man anfangen, damit was aufzupumpen. Ja, das Ventil hier, das kennt man eigentlich auch vom Kfz-Bereich. Das passt natürlich auch bei E-Scootern. Es liegen vier kleine Adapter dabei, einmal für Bälle. Dann so eine Art Luftmatratzenaufsatz, ein dünner und ein dickerer. Und das hier, das ist ein Aufsatz fürs Fahrradventil. Die Luftpumpe kann man auch als Powerbank verwenden. Dazu haben wir hier einen USB-A-Ausgang und wir haben einen USB-C-Eingang. Hier oben befindet sich noch ein LED-Licht. Hier in der Mitte können wir die Luftpumpe einschalten. Mit der unteren Taste können wir die verschiedenen Modi durchschalten. Da gibt es ein Autoprofil mit 2,5 Bar, ein Fahrradprofil mit 45 PSI, ein Motorradprofil mit 2,4 Bar und ein Ballprofil mit 8 PSI. Wenn man länger die untere Taste drückt, dann können wir die Einheit wechseln. Da haben wir zur Auswahl Bar, PSI, Kilopascal und Kilogramm pro Zentimeter. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Die anderen Pumpen bieten eigentlich nur die Einheiten Bar und PSI an. Der maximale Druck, der liegt bei 150 PSI. Das ist knapp über 10 Bar. Bei 10,3 ist das Maximum erreicht und dann schaltet er um. Die Funktionen kennen wir so auch schon von anderen Pumpen. Der Luftkompressor von der Firma Xiaomi, der bietet so ziemlich genau die gleichen Funktionen. Hier seht ihr mal einen kleinen Größenvergleich. Und auch hier die Mojito Luftpumpe, die bietet auch sehr ähnliche Funktionen und auch sehr ähnliche Werte. Das Einzige, was hier anders ist, ist der Akku mit seinen 4000 mAh, ist der ein bisschen größer als bei diesen beiden Modellen. Ja, ich will einmal probieren, das Ganze als Powerbank zu betreiben. Ja, und jetzt kann ich mein Handy laden mit 5 Volt und 0,68 Ampere, das sind 3,4 Watt. Das ist nicht besonders viel, aber so als Zusatzfunktion finde ich es eigentlich ganz nett. Ich probiere jetzt einmal aus, ob ich mein Handy auch mit dem USB-C-Anschluss laden kann. Der Hersteller gibt an, dass das ein reiner Eingang ist. Tatsächlich fließt da jetzt ein Strom. Der fließt jetzt allerdings von meinem Handy in die Powerbank rein. Ja, dann hole ich mir mal was, was ich aufpumpen kann und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir das Vorderrad von meinem SoFlow SO4 Pro und wir wollen jetzt einmal messen, wie der Druck ist. Okay, da muss man ein bisschen schnell sein. Jetzt haben wir nur noch 1,35 Bar da drin. Jetzt pumpe ich nach auf 2,8 Bar. Das hat ganz gut geklappt. Die Batterieanzeige ist jetzt allerdings auf zwei Balken zurückgegangen. Wie gesagt, ich hatte die voll geladen. Und wenn man jetzt einfach nur mal den Luftdruck prüfen möchte,
Dann verliert man hier am Anfang durch das Ansetzen, ach, jetzt hat sich das wieder erholt, dann verliert man hier am Anfang durch das Ansetzen bei dieser Art von Ventil relativ viel Luft. Also wir haben jetzt schon 0,4 bar verloren. Aber wir können jetzt natürlich wieder hochpumpen. Wenn man das dann schnell löst, dann bleibt die Luft auch hier drin. Beim Hinterrad erhöht sich hier ein bisschen der Schwierigkeitsgrad. Das Ding muss man erstmal wegdrücken. Und auch hier geht einiges an Luft raus, aber jetzt kann ich natürlich hochpumpen. Wenn ich das jetzt schnell löse, dann bleibt die Luft auch drin. Durch den Pumpvorgang ist jedes Mal die Akkuanzeige runtergegangen. Das heißt, wir haben hier eine Art spannungsabhängige Anzeige. Und natürlich sind durch den Pumpvorgang die Akkus relativ stark beansprucht und die erholen sich dann nach kurzer Zeit wieder. Jetzt haben wir wieder einen vollen Akkustand. Wir haben hier zwei Lithium-Ionen-Zellen mit jeweils 2000 mAh drin. Wie schon erwähnt, das ist eine größere Kapazität als die anderen Powerbanks im Allgemeinen bieten. Bei dem Fahrzeug geht es jetzt noch. Es gibt aber tatsächlich E-Scooter, an die man mit diesem Ventil jetzt nicht mehr rankommen würde. Da bräuchte man dann einen zusätzlichen Adapter. Da bietet die Xiaomi-Luftpumpe einfach den Vorteil, dass man hier ein kleineres Ventil hat. Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Also grundsätzlich ist das ein ganz ordentliches Produkt. Der Akku ist ein bisschen größer als der Standard in diesem Bereich. Es gibt die Möglichkeit, externe Geräte zu laden, indem man dieses Gerät als Powerbank verwendet. Das finde ich eine gute Idee. Das Ventil ist eher für Auto, Motorrad und Ähnliches gedacht, als für unseren speziellen Anwendungsfall E-Scooter. Die vier Adapter, die hierbei liegen, das ist eine ganz schöne Auswahl, das kann man immer mal gebrauchen. Besonders den Fahrradadapter finde ich hier sehr schön. Ja, von der Qualität finde ich auch. Kleinigkeit ist hier, dass die LED nicht ganz in der Mitte sitzt, aber davon abgesehen ist hier eigentlich alles in Ordnung. Die Pumpe bietet eine Reihe an Funktionen, die man schon von anderen Pumpen her kennt. Da gibt es eigentlich wenig Überraschungen. Die 150 PSI, die sind so ziemlich Standard, die vier Modi sind Standard. Dass man hier noch andere Einheiten auswählen kann, das ist ein bisschen was Besonderes, das finde ich eine ganz nette Idee. Das Produkt kostet momentan bei Amazon 49,99 Euro. Es gibt einen Couponcode, den man aktivieren kann, ich glaube 6%. Und die Agentur, die mir das Produkt zugeschickt hat, die hat auch davon gesprochen, dass sie mir noch einen Rabattcode zuschickt. Den werde ich euch dann natürlich in die Videobeschreibung einfügen. Ja, grundsätzlich kann man die Pumpe auf jeden Fall empfehlen. Nur wenn ihr bestimmte Scooter habt, wo das ein Problem sein kann mit dem Ventil hier, dann solltet ihr vielleicht auch ein anderes Modell nehmen. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!